Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir Pokémon Schild. Pokémon Schwert habe ich gestern schon im Stream angetestet. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Möchte im Let's Play aber auch gerne das andere spielen. Deswegen spielen wir im Let's Play Pokémon Schild und im Stream Pokémon Schwert. So könnt ihr beide sehen, wenn ihr es möchtet. Welche Unterschiede genau zwischen den beiden Spielen herrschen, weiß ich persönlich nicht, da ich mich wie immer nicht gespoilert habe. Ich weiß nur, dass es unterschiedliche Pokémon gibt, aber das ist ja nichts Neues. Aber es soll auch unterschiedliche Arena leider geben. Aber ob das nicht stimmt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Vielleicht erfinden wir auch noch andere Unterschiede. Auf jeden Fall fangen wir an mit Pokémon Schild. Ich spiele natürlich in Deutsch. Da ich im Stream ein Mädchen gespielt habe, fange ich diesmal mit einem Jungen an. Aber wen nehmen wir denn da am besten? Ich nehme mal Blond. Passt zu mir. Bin selber blond. Und wie nennen wir uns denn mal? Gut, da mein Name Dennis ist, nenne ich mich hier auch Dennis. Ja, so. Und ein S noch. Und dann geht's los. Die Wahl der Sprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Bist du mit der Wahl zufrieden? Jo, bin ich. Auch wenn die Klamotten mir überhaupt nicht gefallen, aber es soll ja Boutiquen geben im Spiel. Weicher Fuckerhank. All diese kryptischen Zeichen da unten, sind das Japanisch oder Russisch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall keine deutschen Buchstaben. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Ein Mann namens Rose. Da komme ich echt nicht drauf klar. Ja, gestern im Stream schon verlegt. Naja, gut. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Was für ein Auftritt. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern, ich verliere nie. Glurak Dynamax. Pokémon Schild. Jut. Ich weiß, dass das Spiel auch im Vorfeld schon sehr stark kritisiert wurde und jetzt noch mehr kritisiert wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, die meiste Kritik verstehe ich nicht. Grafik ist vielleicht nicht die neueste, aber trotzdem sehr, sehr hübsch. Das, was von manchen Kritiken behauptet wird, dass sie auf GameCube-Version wäre, ist völliger Blödsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Der GameCube hat nicht mal ansatzweise so schöne Texturen gehabt. Das ist halt wieder nur Rumblubberei. Die meisten Leute sind halt nur zufrieden, wenn sie was zu meckern haben. Aber sehen wir, was uns noch so erwartet. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey Dennis, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Ja, weißt du, das ist das neue iPhone 11. Hast du dir den Showcam von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeiern. Oh, was machst du denn hier, Hub? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Dennis abholen.
Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einen Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. Okay. Was ja auch kritisiert wurde, ist der entschlackte Pokédex. Es sind halt, ich glaube, knapp 200 Pokémon hier im Spiel. Also es fehlen sehr, sehr viele alte. Darauf von halt auch bestimmt viele Lieblings-Pokémon von manchen Spielern. Aber ich persönlich muss sagen, finde es mal gut. Es ist schon sehr ermüdend und langweilig, immer wieder die gleichen Pokémon im Spiel zu sehen. Meiner Meinung nach sollte sowieso in jedem neuen Pokémon-Spiel komplett neue Pokémon drin sein und alte verschwinden, damit es Abwechslung gibt. Aber es ist nur meine Meinung, das sieht jeder anders. So, dann machen wir gucken. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. In Mapfogs Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Naja, wenn er gerne mit Essen schläft. Ein eingebauter Kamin erhält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Mensch, was für eine Glotze. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Da geht nix. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Und wer bist du? Okay, da ich das letzte Mal Pokémon zur dritten Generation gespielt habe, abgesehen jetzt von Let's Go, das war ja nur eine Neuauflage des Originals, kenne ich die meisten Pokémon nicht. Er gehört zum Beispiel dazu, ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist, aber er sieht aus wie die Mini-Version von Relaxo. Aber es ist nur eine Vermutung. Okay, hier geht auch so weiter nichts, da komme ich auch nicht rein, nein. Gehen wir mal zur Mama in die Küche, wa? Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ja, mach ich, Mama. Ich guck mich nochmal kurz um. Vielleicht gibt's da noch was zu futtern. Das ist die neue der neue Mikrowellenherd, den Mama unbedingt haben wollte. Hä? Die Spüle ist so sauber, dass man daraus essen könnte. Ich will nicht aus der Spüle essen. Vermutlich liegt das daran, dass Mampfax so jegliche Essensreste wegmampft. Es ist mit Sicherheit die Vorentwicklung von Relaxo. Ja, die Spüle ist sauber, okay. Hier noch was? Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Okay, gehen wir in unser Zimmer. Und ich sehe schon eine Änderung zu Pokémon Schild. Und zwar, die Switch steht auch bei Pokémon Schild, aber hier steht eine Pikachu-Puppe. In Pokémon Schild stand nämlich eine Evoli-Puppe. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Diese Pikachu-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Ja, ich wollte nicht die Puppe, ich wollte die Switch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielkonsole. Ja, natürlich eine Switch. Wie soll es auch anders sein, auf der wir auch gerade spielen. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Kann ich was aus dem Kleiderschrank holen? Nein. Dieser Schreibtisch besticht durch ein simples Design. Er hält ein Leben lang. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Ja, der Rucksack sieht auch anders aus. Bei Schild zum Beispiel hatte man so einen runden Rucksack. Oder es liegt daran, dass man ein Mädchen oder Junge spielt. Das ist wohl immer ein Unterschied. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zur Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Evoli auf dem Poster. So, dann wollen wir mal raus, ne? Wanders, hier. Da sehen wir schon mal, das ist die Karte, auch wenn es der Ladebildschirm war. Ich muss unbedingt eine andere Hose kaufen, die ist ja grauenhaft. So, ich komme. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du dann natürlich von raus. Schau mal, Wuli, was macht es denn da?
Tja, ich würde sagen, das versucht zu türmen. Das fühlt sich nicht wohl in Gefangenschaft. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Boli. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Dennis. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Gut, jetzt sieht man es schon. Manchmal, wie jetzt zum Beispiel im Hintergrund, ist die Grafik leicht matschig. Das ist wahrscheinlich das, was kritisiert ist. Aber ganz ehrlich, das ist Jammern auf hohem Niveau. Das fällt so gut wie gar nicht auf. Holy. Okay, dann gehen wir erstmal nach ihm nach Hause. Woanders kommen wir auch nicht hin. Hier steht Holunghem, wo Landwirtschaft und das Miteinander von Mensch und Pokémon Tradition haben. Alles klar. Und du bist der Bauer vom Dienst? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Das ist hammerhart, Junge. Und du bist? Dennis, Hub wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Mache ich. Zum Briefkasten was drin. Hubs zu Hause. Okay. Ist auch nichts weiter? Nein, dann gehen wir mal rein. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hub. Oh, und Dennis ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Deleon? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hub. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Ah, dann gehe ich ihn besser abholen. Deleon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hub. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Dennis? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, das kriegen wir hin, aber vorher wird das Haus durchsucht. Da geht's nicht rein? Nein. Nett, dass du mitgehst, Dennis. Grüß mir meinen Deleon. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Okay, dann gucke ich uns hier mal um. Da geht's auch nicht rein? Nee. Schnurr. Ich weiß auch nicht, was das für ein Pokémon ist. Sieht jedenfalls aus wie eine Katze. Okay, man merkt ja schon, der große Bruder von unserem Rivalen hier ist der große Champ. Jede Menge Preise abgestaunt, sein Bild hängt da, über dem Kamin sitzt die großen Pokale, sein Trikot und das bestimmt Opa oder Papa. Für Hub ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Okay, aber ich würde mal gerne einmal oben gucken. Du bist Oma, wa? Deleon ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schon sauber und aufgeräumt sein. Das ist wohl sein Zimmer, oder? Entweder gehört das Zimmer Hub oder Deleon. Aber ich glaube eher Hub. Ja, das sind die verschiedenen Pokébälle, die es gibt. Bei den Glurak, Macholo. Und mein absolutes Lieblings-Pokémon, Gengar. Was ist das da oben auf dem Karton? Schwer zu erkennen? Ich weiß nicht. Sieht so ein bisschen aus wie die Wii U oder so, ne? Aber schwer zu sagen gerade. Hier steht jeweils eine Switch. Das ist der Fernseher, auf dem Hub alle Matches der Champs mitverfolgt. Okay, es ist Hubs Zimmer. Was ist denn hier drüben? Ah, das ist Deleons Zimmer. Klar. Fitnessgeräte, jede Menge Zeitschriften. Er ist ein Cappy-Fetischist. Es sieht nach einer beeindruckenden Sammlung an Kappen aus. Weiter oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Okay, mehr gibt es hier aber auch nicht zu sehen. Den gehen wir jetzt mal nach draußen, da wartet er ja auf uns.
Ich mag die Musik schon wieder. Nintendo-Spiele haben immer so schöne Musik. Alles startklar, dann los! Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich hab ja zum Glück meinen Wuni, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Ja, das ist eine gute Warnung, weil wir haben unser Starter-Pokémon noch nicht. Also sollten wir uns hier aus dem Gras definitiv erstmal fernhalten. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Er lässt uns noch nicht mal rein. Okay, ist also in Sicherheit eingebaut. Na, dann gehen wir mal zum Bahnhof. Mensch, hier ist ja was los. Raspberry. Da ist Deleon, Prinz Angeber Schmalzlocke. Dich werden wir auch noch entthronen. Hallo Raspberry, euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, ist es wirklich? Deleon ist hier? Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Oh, toll, du bist so toll. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Ja, toll, ich freue mich. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Ein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer-Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hey, Bruderherz! Ah, Hoop! Dass man nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, Mann. Bist du groß geworden? Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Wem gehören diese leuchtenden paar Augen? Halt, sag nix, Hoop. Hoop hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Dennis sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb halt auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Oh, er und seine Wettrennen? Hoop und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Champ Time! Ja, lassen Sie mich jetzt hier stehen, oder was? Muss ich jetzt alleine da rennen? Nee, okay, gut. Ging automatisch. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpap. Das Feuer-Pokémon Hopplo. Das Wasser-Pokémon Memeon. Ich finde die Kleinen putzig.
Oh, guck mal, wie süß sie da spielen. Ein Haufen Kiddies. Genug gespielt. Komm bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Okay, ich weiß schon, welches ich nehmen will. Wille du zuerst? Ich habe ja schon meinen Woli. So, weil im Stream mit der Schwertedition habe ich Hoplo genommen. Das möchte ich jetzt gerne eins von den anderen beiden. Um ein bisschen Abwechslung zu haben. Pflanze war noch nie so mein Fall. Ich mochte schon in der alten Version Bisasamen und so nicht unbedingt. Deshalb werde ich mich für diesen kleinen süßen Kaulquappe hier entscheiden. Das Wasser-Pokémon. Das Wasser-Pokémon Mermaion ist sanftmütig wie ein leise plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Mermaion? Yep. Du hast dich für Mermaion entschieden. Möchtest du mir um einen Spitznamen geben? Tja, und da ist mal so die Frage, ich bin, naja, mir fallen meistens keine Namen ein. Ich möchte ihn aber gerne einen Spitznamen geben und da es eine Kaulquappe ist, nenne ich ihn einfach, wie nenne ich ihn denn am besten? Flutschi klingt so, ich weiß nicht. Gute Frage. Ich nenne ihn einfach Quappo, würde ich sagen, das passt. Kann man ja später wieder ändern. Wenn er, ich weiß nicht, zu was er sich entwickelt. Ich habe mich wirklich nicht gespoilert. Aber ich nenne ihn erstmal Quappo. So, und die Blusterste. Quappo wurde in dein Team aufgenommen. Ah, du hast dir also Mermaion ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Gut, die beiden verstehen sich schon auf Anhieb. Wie süß. Das habe ich mir schon gedacht, Hub. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Dennis ein Pokémon geschenkt. Ihr könnt ja miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß... Vielleicht schafft er es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werden hoffentlich gute Freunde. Er ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Ja, lecker Fleischspieße. Ja, bring gleich zwei mit. Du bist so verfressen, Junge. Okay, da wurden wir wohl geheilt, bevor wir überhaupt Schaden gekriegt haben. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hob. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben. Um mit deinen neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Dennis und Mermaion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du denn ihn dabei an? Wenn hier jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Dennis und ich Rivalen. Im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft.
Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja, bin ich. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. In- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Na, wart's ab, Junge. Ich weiß auch so einiges. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Ich mach dich fertig wie ein Rettich, Junge. Oh, er kommt mit seinem Wohnen. Der hat ja zwei Pokémon. Ich hab nur eins. Okay. Kriegen wir trotzdem hin. Auf in den Kampf. Ich hab schon zwei Pokémon. Ich mach dich trotzdem platt. Charm. Klaps, Heuler. Setz mir mal Klaps ein. Gib's Popo-Klaps. Okay, Tackle. Oha, wenn das mal gut geht. Noch ein Klaps. Ah. Und noch ein Tackle. Ja, gut, das scheint zu klappen. Zumindest gegen das erste, aber er hat ja noch ein zweites. Ja, sehr schön. Oh, ein Klaps noch, dann ist er Matschepampe. Wuli wurde besiegt. So schnell kann's gehen. Und gleich das erste Level ab. HP plus 2, Angriff plus 1, Verteidigung plus 1. Alles plus 1, bis auf Spezialverteidigung. Okay. Oh, und Aquaquare gelernt. Sehr schön, jetzt ist dein Hopplo erledigt. Naja, Wasser ist bekanntlich effektiv gegen Feuer. Pokémon-Trainer Hopp setzt Hopplo ein. Okay, Kampf. Und wir nehmen die Aquaknarre. Ja, du hast ja das falsche Pokémon ausgesucht, Junge. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Weiß ich. Jetzt bist du erledigt. Nochmal Aquaknarre. Tschüss. Das ist sehr effektiv. Hopplo wurde besiegt. Und das nächste Level ab. Wunderbar. Pokémon-Trainer Hoop wurde besiegt. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Mimeo und ihr seid echt krass. 400 gewonnen. Ja. Wie heißt die Geldwährung hier eigentlich? Poké-Dollar, ne? Oder wie soll man sie nennen? Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Dennis. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps für Rivale wärst, damit ihr einander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder Herz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Gut, du hast es aber eigentlich, Junge. Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen? Den größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Dennis. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers seine Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen. Dennis, ich mag deinen Euchelasmus. Hopp, okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden.
Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Naja, so einfach ist das nicht, Junge, auch wenn er abgespeckt ist. Es gibt immer noch eine Menge Pokémon. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hope beginnt hier. Oh, okay, er redet schon von Legende. Du solltest noch mit deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Alles klar. Gut, dann werde ich wohl zu meiner Mutter gehen müssen und dann holen wir uns den Pokédex und dann geht das Abenteuer auch richtig los. Wir sind aber auch am Ende der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge starten wir dann richtig durch. Das war ja halt die Einführung, unser Starter-Pokémon, der erste Kampf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!